Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eurotruck Simulator 2. Jetzt sind mir ehrlich die Themen ausgegangen, jetzt kann ich auch nichts mehr strecken oder sowas. Müsste ich mir, wenn dann, selber ausdenken. Komm, weil wir gerade hier sind, kann ich ja direkt mal reparieren. Wisst ihr was? Da kann ich ja eigentlich auch nochmal direkt meinen LKW umrüsten. Ich wollte ihn ja schon länger mal umrüsten. Weil der gefällt mir ja nicht mehr so toll. Hier, das Fahrerhaus vor allen Dingen, da fehlt mir hier oben. Hier. Fehlt mir dann. Nice. Was ist das hier? Was macht das? Oh, geil. Boah. Das ist nice. Sollen wir so richtig viel Geld für den alten ausgeben? Nee, komm, sparen wir auf den neuen. Nee, sparen wir wirklich auf einen neuen. Ja, möchte ich rückgängig machen. So. Ja, dann sparen wir jetzt wirklich mal auf einen neuen Truck. Dann denke ich mal, hole ich mir den Valiant. Die haben mehr PS als die kleinen Majestics. Ach ja. Frachtmarkt. Vom Berlin nach Mannheim. Ja, Holland will ich nicht wissen. Was sind die Autobahnauffahrten immer so eng? Halt! Ich mir noch kurz als GPS-Ziel ein. Fährst jetzt bitte? Dankeschön. So, hier schön um die Ecke fahren. Wunderbar. Wird auch direkt grün. Wie bestellt. Oh, am anderen Ende der Stadt. Oh, warten. Oh, knapp. Obwohl, nee, gar nicht mal so knapp. Schaut mal. Cool, was? Hallo, Schui. Waha! Boah, knapp. Der küsst sie quasi schon. Komm, ich möchte jetzt mal rüberkommen, bevor die rot wird. Dankeschön. Oh, geil. So. Jetzt geradeaus fahren. Da hinten kommen. Komm. Na, ich wollte noch dort grün erwischen. Da erwische ich dort rot. Und das war wieder perfekt. Perfekt, Schui. Du wirst richtig gut langsam. Und epischer Zoom-Effekt. So, als ob wir aufstehen würden. So, nach vorne beugen auf dem Sitz einmal. Könnt mir ja eigentlich mal einen in die Aufnahme einladen, der damit kommentiert, damit nicht ganz so langweilig für euch vielleicht ist. Wäre ja dann noch ein bisschen Werbung für den, sozusagen. Das sozusagen kann man so sagen. Und ja. Uiuiuiui. Halt, ich möchte hier rein. Bam! Perfekt eingelocht. Ja, einlochen ist meine Spezialität. Ja. Geiler Witz. Boah. Warum leckt das jetzt so? Warum leckt das so extrem? Was ist denn hier los? Jetzt geht's wieder. Jetzt hat sich's bekrabbelt. Ah, jetzt geht's. Ich glaube, das liegt hier in den Rohren, kann das sein?
Nee, irgendwie nicht. Keine Ahnung, was das jetzt hatte, das Spiel, aber... Tja. So. Oh, haben wir richtig viel geschafft in der Aufnahme. Ich glaube, als ich heute angefangen habe aufzunehmen, hatten wir irgendwie 128.000 oder sowas. Und jetzt 130.000. Das ist richtig schlecht. Naja. Hätten wir mit 128.000 repariert, dann hätten wir jetzt noch weniger. Aber ich hoffe, diese Fahrt überstehe ich hoffentlich ohne Fail mal. So, wunderbar. Dann geht's jetzt. Ist jetzt Part 9 sogar schon. Dann ist ja nicht mehr lang. Von wegen, ich überstehe das ohne Fail. Wenigstens ist die Ladung unbeschädigt. Ist ja geil. Ja. Wenn es so weitergeht, ist das super. So, ich freue mich schon irgendwie, wenn wir dann mal Dingens haben. Einen guten, also einen Mitarbeiter oder sowas. Fände ich klasse. Oh, wartet. Scheiße. Ich möchte gar nicht. So, jetzt habe ich mich richtig hingesetzt und noch richtig umgegriffen. So. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, so sitze ich am liebsten während einer Aufnahme. Oh, das ist so entspannt. Wisst ihr, ich sitze jetzt hier auf meinem Stuhl richtig weit zurückgelehnt. Hab ein Bein auf meiner Stuhllehne links und das andere Bein liegt auf meinem Arm, mit dem ich die WASD-Tasten bediene. Und es stützt sich gleichzeitig an der Wand ab, wo die National Geographic-Hefte stehen. Könnt ihr ja alles ansehen auf meinem Kanal, bei einem Kanalvideo. Oh, so ist das richtig schön gemütlich. Und dann bei so einer schönen Musik, das ist doch, das lässt das Druckerherz höher schlagen. Ja, jetzt sind wir wieder auf dem Stand der alten Parts. Oder der etwas ersteren Parts, früheren Parts, wo ich noch nicht so wirklich wusste, worüber ich reden sollte. Weiß ich jetzt auch nicht. 5 Parts, 6, 7, 8 Parts habe ich jetzt aufgenommen. Ich bin hier gerade beim 9. 11 brauche ich. Heute gebe ich mir die Kante. Heute klappt das. Dann nehme ich heute nicht mehr Lego Herr der Ringe auf, sondern morgen. Während das Ganze hochlädt. Nee, kann ich gar nicht, scheiße. Fuck. Nee, dann lade ich jetzt noch. Nee, dann rendere ich jetzt noch 2 Videos, oder? Ja, dann rendere ich noch 2 Videos, lade die hoch und dann kann ich danach hier noch ein bisschen Lego Herr der Ringe aufnehmen. Danach dann noch irgendwie was spielen. Ja, das kann ich tun. Ja, das werde ich tun, genau. Da freue ich mich richtig drauf. Lego Herr der Ringe ist echt ein brillantes, brillantes Spiel. Obwohl, heute ist mein... Boah. Was ist mal heute? Heute ist der 28. Ja. Dann ist morgen Big Render-Tag. Ja. Ja, dann... Nee, dann... nehme ich heute Abend nicht mehr Lego Herr der Ringe auf, weil, ja, nehme ich morgen Lego Herr der Ringe auf. Ich denke, heute Abend habe ich dazu keine Lust mehr. Warte mal, ich habe 2,5 Stunden Minecraft aufgenommen, sitze jetzt hier auch schon wieder seit, ja, 2 Stunden dran. Richtig nice. 4,5 Stunden sitzt euer Chewie hier schon und nimmt für euch auf, weil er demnächst in Urlaub fährt. Aber ist ja nicht so, als ob ich das nicht gerne machen würde. Das mache ich sehr, sehr gerne für euch. Und ja, boah, jetzt muss ich nur wieder umsetzen.
Ihr kriegt davon gar nichts mit. Mit Livecam wäre das interessanter. Aber naja, dann müsste ich mich immer vor meinen Videos waschen und das will ich nicht. Nee. Ja. Ist die Ladung beschädigt? Ah, 1%, schade. Eingeparkt. Tja, ist schlecht. Von wegen, ich überstehe das ohne Fail. Das ärgere ich mich jetzt wieder. Oh, Mensch, zum Ende des Parts hin nochmal so ein scheiß Big Fail reingedrückt, richtig. Ja, das ich entschuldige mich nochmal, dass die Parts jetzt wirklich kürzer sind, aber das klappt sonst einfach nicht vom Hochladen her. Ich habe jetzt auch bei meinem Minecraft schon runtergedreht auf 12 Minuten, da sind die Parts auch nicht wesentlich länger als hier, also bitte nicht beschweren. Sorry, bei Minecraft, da habe ich dann zum Schluss noch mit Guden und Scortex aufgenommen. Da habe ich dann manchmal vergessen, den Part etwas früher zu beenden, aber trotzdem sorry dafür, dass die Parts wirklich in letzter Zeit so kurz sind. Ab dem 6. ändert sich das dann wieder. Und ja. Auf jeden Fall von wegen kurzen Parts und so. Ich sag nach einem relativ kurzen Part wieder Tschüss, bis im nächsten Part.